Hallo und willkommen zur heutigen Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Ich bin hier schon auf der ETZ unterwegs, um genau zu sein, hier oben in der Landezone versunkenen Inseln und möchte heute als Abwechslung zum Sonnenwend-Event mal eine Exo-Quest weiter vorantreiben. Und zwar, um genau zu sein, schüre die Flammen. Dafür sollen wir in den verlorenen Sektor Skydock, um dort die Sektortruhe zu plündern. Und dort bin ich jetzt auf dem Weg hin. Ja, zum einen erhalten wir dadurch eine weitere Exo für die Sammlung. Ich weiß gar nicht, ob ich die bereits habe. Auf jeden Fall wird das Questlog dadurch auch ein bisschen leerer. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wo hier denn der Eingang ist. Ich glaube, das war da vorne rum. Ja. Hier, wo die ganzen Sparrows rumliegen. Wir gehen rein. Eine Etage weiter runter. Schon wieder leer. Und da haben wir auch schon die Beutetruhe. Ein neuer Schritt, sprich mit Ikora Ray im Turmbazar. Ich spring rüber und wir sehen uns gleich bei Ikora. Bei Ikora angekommen, gehen wir gleich ins Gespräch mit ihr. Schüre die Flamme. Ikora blickt positiv überrascht auf das seltsame Objekt, das du in der ETZ gefunden hast. Wie hast du das entdeckt? Anscheinend ist es ein Relikt aus dem goldenen Zeitalter und es resoniert mit Solarmacht. Der Strahler glüht im Einklang mit deiner Atmung hell auf und dann wieder schwächer, als du ihn ihr überreißt. Sie gibt ein gedankenversunkenes Geräusch von sich und sieht dich an. Es würde nichts Gutes für die Vorhut bedeuten, wenn andere Relikte dieser Art in die falschen Hände gerieten. Hüter, draußen in der ETZ treibt ein Waffenhändler sein Unwesen. Wir glauben, dass er die Schattenlegion mit Waffen beliefert, also schicke ich dich hin, um seine Geschäfte zu unterbinden. Ikora schenkt dir ein kleines, aber authentisches Lächeln. Hier, das wird deine Solarfähigkeiten weiter verstärken. Sie gibt dir ein Rüstungsteil, es fühlt sich warm an. Ich bin davon überzeugt, dass du erfolgreich sein wirst und vertraue auf dein Potenzial. Geh zu Benji, wenn du zurückkehrst. Er wird dich für deine Mühen belohnen. Ahamkaras Rückgrat. Fähigkeitsschaden gewährt verbesserte Lichtsensorminen. Rüste deinen Solarfokus und deine neue exotische Rüstung aus. Dann machen wir das doch direkt. Einmal in den Solar. Einmal die Rüstung.
Wenn du willst, dass wir dir vertrauen, musst du uns eben. Schließe den Scryke der Waffenhändler in der ETZ ab, während du einen Solarfokus ausgerüstet hast. Wir schauen in die Zielorte. Einmal in die ETZ. Der Waffenhändler. Gehen wir direkt rein. Und da sind wir direkt im Legionenanker. Dass Prakus Thynark die Schattenlegion mit Waffen beliefert. Meine Psions haben bereits versucht, Thynoks Basis anzugreifen. Aber ich habe die Stärke der Operation falsch eingeschätzt. Ihr habt das sind die eigenen. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann befreien wir sie mal. Als ob der neue Thynok renoviert hat, obwohl ich nicht unbedingt finde, dass er einen besseren Geschmack hat. Aber vielleicht könnten uns die Kanonen nützlich sein. Wir schießen uns einmal rüber mit der Kanone. Dass wir uns bereits um Thynok gekümmert haben, oder wir das zumindest dachten. Aber irgendwie ist er wieder zurückgekommen. Namen besitzen Macht. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser neue Thynok ein Nachfolger ist, der das Amt übernommen hat. Wie dem auch sei, er muss aufgehalten werden. So, wir räumen die Seite hier drüben frei, dass er problemlos die Mine platzieren kann. Wieso liegt er denn hier? Danke, Hüter. Ich habe die Psions damit beauftragt, dich zu unterstützen. Dankeschön. Befreie die anderen. Dann steht dir ein starkes Team im Kampf gegen Prakus Thynok zur Seite. Gefühlt ist es eine halbe Ewigkeit her, als ich das letzte Mal mit dem Solarfokus gespielt habe. Uncle Drew stürmt ganz schön voraus. Immer noch keine schwere Munition. Thank you.
Unsichtbarer Fehler. Nervige Psions. Erstmal die Geschütztürme wegmachen. Okay, heftig. Dankeschön. Wechsel mal einmal kurz noch die Waffe durch. Ich habe von Benji noch einen Beutezug. Ja, das gibt's doch gar nicht. Oh, wie oft ich jetzt schon sterb heute. Danke. Ihre Munition. Gut, wenn wir oben ankommen, als allererstes die Geschütztürme weg. Wir müssen ihn loswerden.
daneben. Beide Schüsse daneben, ich glaube, sind nicht da. Okay. Schwere Munition. Und er ist down. Okay. Wir haben die Hydra sprichwörtlich um einen weiteren Kopf kürzer gemacht. Hydras haben nur einen Kopf, Devrim. Ja, die Vex-Hydra schon. Aber auf der Erde gibt es diese alte mythologische Kreatur, die... schon gut. Du tätest gut daran, dein Versteck zu verlassen, um mehr über unsere Feinde herauszufinden. Das werde ich. Wir gehen zurück in den Turm zu Benji. Hi Benji. Was brauchst du? Benji wendet kurz den Blick von seiner Arbeit ab. Tynok war schon immer lästig. Bin froh, dass ihn jemand in die Schranken gewiesen hat. Scheint, als hättest du bei Ikora einen Eindruck hinterlassen. Sie hat mich gebeten, eine Solarwaffe für dich zu finden. Die Waffe, die er dir gibt, wirkt brandneu, als käme sie direkt aus der Waffenkammer. Die hier kann Ziele versengen, genau wie du. Sollte gut zu deiner Rüstung und deinen Fähigkeiten passen. Da du nicht sofort wieder gehst, ergreift Benji erneut das Wort. Es passiert nicht oft, dass Ikora mich um sowas bittet. Wenn du noch mehr lernen willst, kehre zu ihr zurück. Ich denke, sie wird sich Zeit für dich nehmen. Meuterer-Auswurf, Granatwerfer. Schickes Design. Weißglühend, Haudegen. Rechtfertigung der Vorhut, Demolierer, Vorpalwaffe, ein ruhiger Moment oder Schießen und Abhauen. Bis dann. Ja, und somit hätten wir diese Exo-Quest abgeschlossen. Ich habe noch eine weitere hier. Genau, zähme den Sturm. Wir nehmen ihn mal an. Jetzt laufen wir aber erst noch einmal zu Ikora. Ich bin ja immer noch dran, die ganzen Fokus-Fragmente zu sammeln. Und da habe ich auch noch ein paar offen bei ihr. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Glimmer gesammelt, dann können wir noch ein paar holen. Vorhut behilflich sein. Wir schauen erstmal in den leeren Fokus rein, was wir dort noch offen haben. Das wären noch zwei. Die nehmen wir direkt mit. Dann nimm es. Dankeschön. Trage das Licht. Einmal meditieren. Dann wechseln wir auf unser Sonnenlichtgewand und gehen zum Abschluss. In eine Leuchtfeuerparty. Ich schätze, viele von uns finden zurzeit keinen Schlaf.
Konzentration, Hüter. Es befinden sich Eindringlinge in der ELZ. Sie wollen unsere Party stören. Das wird ein Spaß. Wir stürmen wie immer direkt vor zur Fäule. Ihr braucht Zünder, um die Flamme am Brennen zu halten. Schnappt sie euch vom Feind. Weiter zum nächsten. Ja, wir hätten jetzt auch können durch die Kugel durch, dass wir schneller fliegen, aber das passt schon. Die erste Besessenen-Party findet statt. Nein, jetzt bin ich ganz unten. Er hat sie ausgelöscht. Das war nichts. Ja, komm, egal. Ich habe noch etwas schwere Munition, von dem her alles gut. Wir gehen nach da hinten. Komm schon. Dann nicht die Kugel.
Hallo? Also hin und wieder möchte er den Zünder nicht aufnehmen. Ich glaube, sie wollen uns den Spaß verderben. So, wir fliegen einmal hoch. Schon. Es ist gut möglich, wenn zwei gleichzeitig eventuell die Kugel aufnehmen möchten, dass er dann ein bisschen verwirrt ist. Kommt das schon? Ja, gleich hier schon down. Sehr schön, wir gehen hoch ans Leuchtfeuer. Tolle Leistung. Im Laufe der Zeit gewinnt ihr an Kraft und Erfahrung. Und wie wir wissen, ist es schwer, einen alten Hüter ruhig zu stellen. Und damit wäre auch diese Leuchtfeuerparty abgeschlossen und wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Eine schöne Abwechslung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.